Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Illusion of Time. Wie gesagt, habe ich den Spielstand neu geladen, wo ich dann wieder voll Energie habe, weil ich ja leider so kurz vor knapp nochmal versagt habe. Und ich habe jetzt die Aura ausgerüstet, was es wohl einfacher machen wird, den Attacken vom Vampir auszuweichen. Eigentlich ist der Vampirmann ja der gefährlichere von beiden. So, Aura benutzen kurz, um gespart zu werden. Wieso bin ich da nicht schon früher drauf gekommen? So, die Vampirfrau. Vorsichtig reingehen. Weg hier. Ja, wenigstens, wie gesagt, gibt es keinen Timer. Verdammt. Kein Wunder, die nehmen ja gleich zwei HP hier weg. Ja, sogar vier. Oh nein. Ich habe vergessen, dass die gerade diese Attacke machen. Wieder kurz unsichtbar werden. Und die Vampirfrau kümmern. Ja, weg. Der Vampirmann ist hier in der Nähe. Besser nicht in einer Linie mit ihm stehen. So, wo ist denn Vampirmann? Na toll. Ja, klar. So. Dann suchen wir uns erstmal um ihn zu kümmern. Der ist der gefährlichere von beiden. So. Sehr gut, der ist weg. Jetzt können sie wieder ihre Combo-Attacke machen. Die Vampirfrau kann uns nicht besonders verletzen. Ah, jetzt hat sie doch mal eine Attacke drauf. Aber nur in eine Richtung. Anscheinend auch nur, wenn wir in ihrer Nähe sind. Weg mit dir. Hey, wo bist du jetzt hingeschwebt? Die Frau, auf ihre Rille ist sie, oder? Ihr wollt die Güte über die dritte Statue. Nee, den nicht. Das war, Dings, glaube ich, Karma gewesen. So. Und jetzt werden wir das nochmal abspeichern gehen. Nachdem ich beim letzten Bad ja sowas von schlecht war, dass ich mich sogar gezwungen gesehen habe, das neu zu laden. Peinlich. Aber ich musste einfach mit voller Energie da rein. Ich habe mich so abgelenkt gefühlt. Wie? Ich kann nicht mehr zurück. War toll. Das heißt, das war's. Ich muss den Rest mit dieser ehemaligen Restenergie machen. Da ist hier noch irgendwo ein Sphärenportal. Hoffen wir, dass wir den Sandfinger und so schaffen. Den Heilkräuter will ich eigentlich keine mehr nehmen. Und die Königin fand ich ja nicht so schwer. Und beim Sandfinger habe ich mich einfach nur total blöd vertan. Damals. Außerdem sind wir jetzt Shadow. Sollte also kein so großes Problem sein, den Rest hier noch hinzubekommen. Riecht's gerade appetitlich. Ja, wie gesagt, mein Mann ist jetzt heimgekommen. Hab ich das gesagt? Ich glaube irgendwie schon. So. Wo kommt der runter? Warte nicht. Hier, neben mir. Es war neben mir. So, da kommt er. Vorsichtig. Weg damit. Da kommt er. Oh nein, ich hab mich treffen lassen. Ich will nicht mehr wieder an dem sterben. Zack. Weg mit den Eiern. Was, du bist schon tot? Das ging fix. Das ging wirklich fix. So. Was war das denn? Wo ist Kara? Wahrscheinlich hat er gesagt, Kara ist nicht mehr da. So. Kommen wir hier? Ja, oder? Wir müssen ja nach oben, nicht nach unten. Wir laufen ja einen Turm hoch. Das heißt, wir müssen noch eine nach oben gehen. Wir müssen ja noch den letzten Boss machen, den wir ja vor kurzem erst hatten. Vor zwei Parts oder so. Das ist er doch. Du werdest hierher gebracht, um die Welt zu retten. Komm mit mir. Brauchen wir den doch nicht. Letzten Boss nochmal. Ich hab gedacht, die Königin wäre auch nochmal dabei gewesen. Okay, das ist jedenfalls der Viper. Wolltest du etwa gar kein Dämon sein? Wir warten ja auch noch auf die Stelle, wo wir zurück können. So. Aha, hier. Das ist die Gegend. So, genau. Wir wissen ja, wie es geht. Deshalb werden wir keine Heilkräuter benutzen.
Und dann immer schön die Aura benutzen, die ich besser aus sollte. Ich glaube, ich habe sie gerade nicht ausgerüstet. Ja, ich bin nicht ausgerüstet. So, bitte. Aura benutzen. Und zack. Ah nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich habe derzeit den X-Knopf gedrückt. Nein, wie dämlich. Na toll. Na, das hat ja überhaupt nicht hingehauen. Naja. Naja, der Ort kommt dir bekannt vor, weil du schon längst tot warst. Was ist hier denn? Da oben. Und hier runter kann ich springen. Und jetzt müssen wir noch die Geister warten. So, und wieder zu Geistern. Hier oben. Und die werden jetzt wieder zusammenkommen. Die bleiben hier nicht lange. Sollten sie sich jetzt. Nö. Jetzt kommen sie nach außen in die Mitte. Tja. Was macht ihr jetzt? Ich gehe wieder nach oben. Wo wir schon kommen. Nein, sie haben getroffen. So, was gibt's jetzt? Die ganz normalen. Die sich wieder in die Mitte begeben. Ja, wir haben wieder die Königin. Verdammt, sie mit ihrer Attacke auf den Felsen. So, was wird's? Okay, wenn das so weitergeht, tue ich ja doch noch Heilkräuter benutzen. Das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts. Ich wusste doch, ich bin in hier drin aufgetaucht. Ja, ja, ist gut. Ich habe wohl viele Leben verloren. So, bist du Königin? Sollte, wenn sie das machen, echt die Aura benutzen. Und jetzt sind sie wieder zusammen. Nein, ich habe die falsche Attacke benutzt. Das Item. So. Wenn sie nach außen kommen, wenn sie nach innen kommen. Mann, ich tue mich gerade die ganze Zeit wieder. Och, das gibt's doch nicht. Also, irgendwie fehlt mir hier gerade ein bisschen die Konzentration. Ich habe genau den Boss doch eben gerade gemacht. So, jetzt aber ruhig. Nein, ich habe mich schon wieder verdrückt. So, was machst du? Nochmal, nochmal, nochmal. Ganz zeigen die Aura. Und wir jetzt finden. Jetzt dürfen sie wieder in meine Nähe kommen. Das gibt's nicht. Ich hab das überhaupt nicht mehr drauf. Ja. Schlagen. Okay, das reicht. Jetzt muss ich halt Kräuter benutzen. So. Kräuter zu dir nehmen. Jetzt schnell die Aura ausrüsten. Verdammt. Jetzt kann ich nur noch einen Schlag annehmen. Kommen wir wieder her. Ich finde das gerade ganz schlimm, wenn sie das tun. Jetzt habe ich schon die Heilkräuter genommen. Das wird nichts. Was war das eben für ein Lärm? Also hier war eben Riesenlärm. So, mit der Heilkräuter kann ich glaube ich jetzt doch lieber wieder mit der Taktik machen, runterspringen. Und dann hochgehen, um sie anzugreifen. Ah, endlich machen sie mal das. Sie auch nicht schon bei dem, wo ich die ganzen Heilkräuter verbrauche. Kommt her, ihr Ringgeister. So, sie tun sich wieder zu dem Ring verbinden. Seid ihr gerade? Getroffen. So. Komm her. Und das Gefühl habe, ich sollte jetzt hier rüber gehen. So. Ja. Ich glaube, den Geist gerade nicht richtig. Welcher ist denn der Richtige? Da unten. Na, kommt ihr wieder her? Oder habt ihr euch schon wieder zur Königin verbunden? Verdammt.
So. Bin ich wirklich ausgerüstet? Ich bin gerade hier richtig schön im Weg. So, weit hier. Ich kann ihn gerade sehen, Geist. Passend. Und jetzt warten wir wieder ab. Ganz vorsichtig. Ganz langsam. So, natürlich bist du jetzt noch einmal. Den letzten Treffer wollen wir doch auch noch. Also ich habe jetzt hier wirklich versagt, muss ich sagen. Total versagt. So, endlich. So viele Leben verloren. Zweimal Heilkräuter gebraucht. Das hat beim ersten Mal besser geklappt. So. Immer noch eine Möglichkeit geben, wieder aus dem Turm rauszugehen. Wo kamen wir nochmal her? Hier, oder? Ja, kamen wir. So. Dann müssen wir jetzt hier hinein. Es waren jetzt jedenfalls alle Busse gewesen. Und hier hinein. Was bringt uns nach oben? Hey, die Vampire. Uns nach oben? Scheint so. Leuchten gehen auf. Und wo ist eigentlich dein Mädchen? Wo ist deine Vampirilla? Passiert hier endlich mal was? Muss ich mit dir reden? Der Komet hat gleich den Orbit der Erde erreicht. Wir müssen auf die Spitze des Turms. So. Ich frage, ob wir hier nochmal raus können. Eigentlich muss es ja möglich sein. Ich meine, wozu habe ich sonst die 50 Juwelen gesammelt? So, ah, hier ist Kara. Kara, wo warst du? Es gab ein Gerücht, dass ein Vampir aufgetaucht sei. Man sagt, sein Körper sei unsterblich. Erst wenn der Komet verschwindet, wird auch er seine ewige Ruhe finden. Okay, das war jetzt irgendwie komisch. Hier ist jetzt Shadow. Ja, hier ist ein Portal. Das speichern wir jetzt erstmal ab. Das hat zu viel gekostet. Oh, Moment, der rote Komet nähert sich. Dies ist unser letztes Zusammentreffen. Verwende deine neue Kraft, um ein dunkles Ich, den Kometen, zu besiegen. Du wirst die Gestalt von Shadow annehmen. Shadows stärkste Kraft wird erweckt, wenn er eins wird, dem Ritter des Lichts. Es ist der Feuervogel. Nur du kannst die Erde jetzt noch retten. Ich setze alle Hoffnung und all mein Vertrauen in dich. Und wir speichern. So, jetzt reden wir noch mit dieser einen Gestalt dort. Die kriegt uns vielleicht raus aus dem Turm. Wenn du deinen Weg fortsetzt, gibt es kein Zurück mehr. Wenn du nach Doro möchtest, kann ich dich mitnehmen. Ah, nach Doro bitte. Es gibt doch noch etwas. Gibst du uns wieder zum Turm? Zum Turm, jawohl. Ab zum Juwelier. Da ist er. So. Bei Lucifer, du bringst mir 50 Juwelen. Nicht vielen ist das bisher genug. So ist es denn an der Zeit, dir einige meiner Geheimnisse anzuvertrauen. Folge mir. Und es ist ein Dungeon. Als ich erwachte, stand ich vor dem Eingang eines seltsamen Anwesens. So, das ist der Geheimdungeon. Allerdings werde ich hier Schluss machen mit dem Part. Den Geheimdungeon, den nehme ich mir vor, wenn ich ein bisschen fitter bin. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal.